Bist du bereit, die Motorhaube zu öffnen? Use Tool für die Tutorials. Und für die Autoteile ist die Mr. Auto App der richtige Reflex. Praktisch, schnell und günstigere Preis als auf der Website. Du findest die im Video verwendeten Bolk-Zündkerzen exklusiv auf der Website von Mr. Auto und als Link in der Beschreibung. Schalte die Zündung deines Autos aus, ziehe die Handbremse an und öffne die Motorhaube, indem du am entsprechenden Hebel ziehst. Nun kannst du sehen, wo sich die Zündkerzen befinden. Wir empfehlen dir, die Kerzen eine nach der anderen zu wechseln. Trenne den Strom zur Zündspule. Drücke dazu auf die Plastiklasche, um den Haltestift zu lösen, der dafür sorgt, dass die Klemme nicht herauskommt. Nimm mit einer Ratsche und einem 10 mm Einsatz die Haltemutter der Zündspule ab. Du kannst nun die Zündspule mit kleinen seitlichen Hin- und Herbewegungen vorsichtig entfernen. Tipp: Wir empfehlen dir, den Zündkerzenbereich mit einem dünnen, an eine Staubsaugerdüse geklebten Kunststoffschlauch zu reinigen. Löse mit Hilfe einer Ratsche, eines Kardangelenks, einer Verlängerung und eines 16er Zündkerzenschlüsseleinsatzes die Zündkerze und schraube sie dann per Hand aus. Nimm die Zündkerze heraus. Du kannst dir mit einem Verlängerungskabel mit Magnet helfen. Hallo, ich bin Opa von Newstool. Ich hoffe, dieses Video hat dir bei der Wartung deines Autos geholfen. Hilf auch du uns, diesen Kanal bekannter zu machen, damit wir noch mehr Tutorials produzieren können. Es ist ganz einfach. Ein Like, ein Kommentar und abonniere dich. Das hilft uns extrem. Also dann, danke! Du findest die im Video verwendeten Bolk-Teile und Produkte auf der Website von Mr. Auto und als Link in der Beschreibung. Nimm dir die neue Zündkerze zur Hand. Setze die neue Zündkerze ein. Schraube sie zuerst von Hand ein und zum Schluss mit der Ratsche. Es gibt verschiedene Techniken, um Zündkerzen anzuziehen. Du kannst auch einen Drehmomentschlüssel verwenden und so das vom Hersteller empfohlene Anzugsmoment einhalten. Oder du kannst einen Winkelspanner verwenden, um den empfohlenen Winkel einzuhalten. Wir empfehlen dir wärmstens unser Tutorial. So ziehst du eine Zündkerze an, anzuschauen, bevor du diesen Schritt ausführst. Setze die Zündspule wieder so tief wie möglich ein. Du musst sie einrasten hören. Du kannst dann mit der Ratsche die Haltemutter wieder anschrauben. Schließe die Zündspule wieder an. Du kannst nun den Vorgang für die anderen Zündkerzen wiederholen. Vorgang beendet. Hallo, ich bin Opa von Newstool. Ich hoffe, dieses Video hat dir bei der Wartung deines Autos geholfen. Hilf auch du uns, diesen Kanal bekannter zu machen, damit wir noch mehr Tutorials produzieren können. Es ist ganz einfach. Ein Like, ein Kommentar und abonniere dich. Das hilft uns extrem. Also dann, danke!